Hallo! In meinem heutigen Video spielen wir eine Runde Make-up-Roulette. Und zwar haben wir einmal sehr, sehr teures Make-up, also zum Beispiel von Dior, Armani. Und dann haben wir auch noch ganz viel Make-up aus dem 1-Euro-Laden und anderes sehr billiges Zeug. Wish und sowas. Ja. Und falls ihr Elli noch gar nicht kennt, dann solltet ihr unbedingt mal auf ihrem Kanal vorbeischauen, denn sie kann sehr, sehr gut schminken und hat tonnenweise Make-up. Und wir haben auch für ihren Kanal ein Video gefilmt und das ist natürlich auch in der Infobox verlinkt. Wir fangen an mit der ersten Kategorie. Und zwar ist das Primer. Das ist unsere teure Möglichkeit. Das sind die Guerlain Meteorit. Ich kann es nicht aussprechen. Das ist die günstige. Das ist von Primark. Ja, wir müssen nochmal sagen, letztes Mal war es mich ein bisschen verwirrend. Ja. Wenn du teuer drehst, muss ich günstig nehmen. Ja. Und du teuer. Also immer das, was die andere Person nicht hat. Und los. Günstig? Günstig. Nein! Ja. Ich wollte teuer. Oh, das sieht gut aus. Ja, der ist nicht schlecht. Okay, dann machen wir weiter mit Foundation. Foundation, soll ich jetzt drehen? Ja. Na. Günstig. Das heißt, ich habe teuer. Ich habe die teure Foundation. Du hast die teure. Ich sehr schön. Eine ist aus dem 1-Euro-Laden von der lieben Sabrina. Ich glaube, ich nehme diese hier von Dior. Übrigens, hinterlasst dem Video sehr gerne einen Daumen nach oben, wenn ich nochmal so ein Make-up-Roulette-Video drehen soll. Denn ich habe schon einige sehr, sehr coole Ideen, was man da sonst noch machen könnte. Oh Gott, die ist viel zu hell. Sieht aus wie ein Geist. Vielleicht kann ja meine 600.000 Euro Base die Foundation gut machen. Wäre eigentlich mal voll interessant zu sehen, ob so richtig schlechte Produkte auf so einer richtig guten Base besser funktionieren. Ich habe ja gar nichts gegen günstige Foundations, aber die sind gar kein Euro-Laden. Weiter geht es jetzt mit der nächsten Kategorie und zwar ist das Concealer. Und da wird es sehr, sehr spannend, denn das günstige Produkt ist, ich weiß gar nicht, ob das überhaupt die Kategorie Concealer hat. Nein, das ist einfach nur, also ich habe das ausprobiert und das ist wirklich tragisch. Und bei den High-End-Concealern haben wir übrigens auch noch drei zur Auswahl. Eins, zwei. Bitte, ja! Leute, in dem Moment, wo mein Herz so richtig zerbrochen ist, da hat die Kamera einfach aufgehört zu filmen. Die wollte den Gefallen tun, glaube ich. Also ich war nicht begeistert, dass ich jetzt hier den günstigen habe, aber gut, wir probieren es natürlich aus. Sieht aus, als hätte ich so weiße Nivea-Creme. Stimmt. Nee, der ist tatsächlich nicht gut, also keine Kaufempfehlung von mir. Na guck mal, ich habe keine Scheiße erzählt in meinem Video. Oh nein, ich hätte gar nichts auftragen sollen auf die Stirn, das hat es jetzt einfach nur noch schlimmer gemacht. Normalerweise bin ich ja echt ein sehr, sehr großer Fan von günstigen Produkten und sehe es teilweise eher nicht ein, so viel Geld für teure Produkte auszugeben, weil es eben so viele gute, günstige gibt. Aber das Produkt ist wirklich nicht gut. Ich sehe jetzt schneeweiß aus unter den Augen. Ja. Und so ein bisschen crusty. Ich weiß. Für mich wie so ein paniertes irgendwas, was in Mayonnaise gefallen ist. Weiter geht es jetzt mit der Kategorie Puder. Und da haben wir einmal eins von Chanel. Mhm. Und dann wieder eins aus einem 1-Euro-Laden. Und das sieht von der Sabrina auch schon wieder aus. Oder irgendwie so rosa. Ja, es sieht sehr rosa, so schweinchenmäßig aus. Ja. Du hast günstig? Oh mein Gott! Okay, ich benutze jetzt das Chanel-Puder. Okay, ich komme, glaube ich, damit klar. Also was das Gute daran ist, dass es orange wird bei mir. Die Foundation war ein bisschen zu hell. Ja, ist echt so. Das gleicht es gerade so ein bisschen aus. Aber es hat so einen leichten Trump-Touch irgendwie. So ein bisschen, ja. Da habe ich auch Trump in meinem Thumbnail gehabt. Zwei dumme Gedanken. Ja. As always. Und jetzt machen wir natürlich die Augenbrauen. Ich bete. Oh nein, ist auch voll schlecht. Nein, ich habe günstig bekommen. Ja. Nein. Und ich habe teuer dann. Okay, also das günstige Set ist das hier, das ist von Primark. Aber ich glaube nicht, dass es schlecht ist. Aber du die Farbe ist halt diese Brow Pro Palette. Die Farbe passt nicht. Ich kann mir damit null die Augenbrauen malen. Wirklich null. Aber meine Augenbrauen sind gerade sowieso an einem Tiefpunkt vielleicht. Jetzt machen wir weiter mit Lidschatten und da haben wir auch sehr, 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 sehr schöne Sachen rausgesucht. Oh ja. Und zwar einmal haben wir hier eine Dior Lidschattenpalette und dann noch diese hier von Natasha Denona. Und wie viel kostet die? $260 oder so? $260 für eine Lidschattenpalette. Ich glaube, die ist richtig schön teuer in diesem Bereich. Ja, und dann haben wir noch hier so 1-Euro-Produkte. Von der Sabrina. Unsere Gute. Okay. Sie sieht richtig schön aus. Oh Gott, ich will sie haben. Du drehst, ne? Ich drehe für mich. Also, ich hoffe, dass du günstig hast, damit ich jetzt hier diese 260-Euro-Palette mal ausprobieren kann. Okay. Und. Nope. Du hast teuer. Nein, ich will das aber nicht abgeben. Okay, Lifehack von Elli. Ich sprühe jetzt diesen Pinsel hier an, um dann jetzt in diesen wunderschönen Goldton hier reinzukommen. Ich mache es immer andersrum, weil die können kaputt gehen. Die Sabrina kommt damit klar. Ich mache jetzt erstmal eine neutrale Base, damit alles schön blendet bei mir. Ich bin zufrieden. Ich sag doch, die Sabrina kann was.
Also ich habe schon mal deutlich schlechtere Goldtöne gehabt. Ich auch. Und auch in teureren Paletten. Ja. Also eigentlich gefällt mir aus der Palette nur der Goldton. Deswegen glaube ich, mache ich einfach nur ein goldenes Augen-Make-up. Soll ich dann auch Gold machen? Damit es vergleichbarer ist. Das ist ja schon witzig. Dann könnte man auch sehen, talentiert gegen nicht talentiert. So ein Quatsch. Was man wirklich sieht, ist, dass das hier viel schöner schimmert als deins. Ja, ja. Es ist, schimmert auch viel feiner irgendwie. Ja. Also man sieht es nicht immer. Du bist halt so richtig Gold und ich bin so dieses Gold angesprühte Ding aus einem 1-Euro-Laden. Die nächste Kategorie ist Eyeliner bzw. Kajal. Und Leute, ich habe einen Gucci-Kajal gehabt. Den habe ich mir für ein Video gekauft und ich habe ihn einfach verloren. Kannst du nicht machen! Aber ja, das ist, glaube ich, wirklich. Vielleicht hätte ich mir teuer wünschen sollen. Vielleicht. Aber der hier von der Sabrina, der ist richtig gut. Echt jetzt? Ohne Scheiß. Aber ich will lieber ein Liquid und keinen Kajal. Hast du den hier auch schon ausprobiert? Ist der gut? Ich weiß es nicht mehr, das ist schon länger her. Also wir haben hier einmal einen Euroladen und einmal Primark und Ellie hat Kat Von D und Anastasia Beverly Hills. Oh nein, ich habe den ganzen Eyeliner bis jetzt nur auf den Wimpern. Stimmt. Kommt damit nicht klar. Ich habe die ganze Zeit Angst, dass ich die Hälfte von meinem Lidschatten damit ruiniere. Und deswegen male ich einfach nur übelst vorsichtig rum. Vielleicht nehme ich doch einfach den von der Sabrina. Okay, ich habe jetzt so ganz leicht den Wimpernkranz verdichtet. Das zählt jetzt einfach mal als Eyeliner. Mir ist gerade nur das Problem, dass der Lidschatten so schimmert, dass ich nicht richtig sehen kann. Oh, tut mir leid, mein 260-Dollar-Lidschatten. Der scheint zu sehr. Ich kann dich nicht sehen. Alter, 260 Euro für eine Lidschattenpalette, ne? Davon kann man in Urlaub fahren, Mann. Okay, und dann machen wir Mascara, würde ich sagen, ne? Wir haben einmal bei der teuren Variante zwei verschiedene. Also einmal eine von Estee Lauder. Und dann die Too Faced Better Than Sex Mascara. Also und bei der günstigen haben wir eine von Wish. Wish. Und dann noch eine von der lieben Sabrina. Ist ja so lustig, wenn gibt es die Sabrina wirklich? Weiß nicht, bestimmt. Meld dich mal. Ja, Sabrina, wenn du dieses Video siehst, lass mal eine Collab machen. Das wäre voll lustig. Das wäre richtig witzig. Oh, günstig. Ah! Ich habe jetzt die guten, teuren Mascaras. Ich benutze auch beide. Die zieht halt richtig Fäden. Damit willst du jetzt an dein Auge gehen. Ich nehme Sabrina. Das ist wenigstens approved in Deutschland. Meine Wimpern hat die Mascara jetzt nicht so gut funktioniert gerade. Ich nenne es mal Volumen. Mit den Augen sind wir jetzt ja so gesehen fertig. Mhm. Wir hatten eigentlich voll das schöne Konturprodukt von Charlotte Tilbury. Aber wir haben leider kein billiges, deswegen. Ja. Nehmen wir das. Machen wir einfach mal keine Kontur. Wir gehen mal rein mit Bronzer. Ja, genau. Wir haben hier einmal den von NARS. Laguna. Und von W7 den Honolulu Bronzer. Ich bin toll, ich bin toll, ich bin toll. Ja! Ich habe das Produkt von NARS. Okay, also weil mein Foundation ja zu hell ist, habe ich mir jetzt überlegt, ob ich den Bronzer einfach aufs ganze Gesicht auftrage. War keine gute Idee, sie jetzt für Kuhschau. Okay, dann machen wir jetzt weiter mit Blush. 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 Und da habe ich wieder ein Produkt von NARS auf der teuren Seite rausgesucht. Und auf der günstigen von Primark eine Blush- und Highlighter-Palette. Und ich glaube, dass es nicht schlecht war, wenn ich mich richtig erinnere. Wow. Ja. Oh, du hast teuer. Teuer. Nein! Ich habe mich jetzt schon voll darauf eingestellt, die von Primark zu nehmen. Sieht eigentlich mega, mega schön aus. Ich mische einfach mal beide Farben. Nein! Warum versaue ich es mir einfach immer selber? Ich sehe aus, als wäre ich geschlagen worden. Dann geht es jetzt weiter mit Highlighter. Da haben wir auf der teuren Seite einmal zwei Produkte von Becca. Mhm. Dann haben wir noch von Anastasia Beverly Hills das Moonchild. Das Moonchild. Und günstig haben wir das von Primark. Ja. Das haben wir schon gesagt. Oh! Günstig. Du darfst eigentlich die Palette behalten, die du schon benutzt hast. Echt so. Du bist so schön braun. Ich bin so diese blasse kleine Schwester, die in der Ecke sitzt. Machen wir einfach mal Highlighter everywhere. Mhm. Highlighter ist immer alles besser. Obwohl bei dem heißen Wetter eigentlich nicht, dann sieht man noch verschwitzt aus. Dann geht es weiter mit Schuppen. Krass. Auf der teuren Seite haben wir eine riesige Auswahl. Einmal haben wir hier zwei bei Terry Lippenprodukte. Dann haben wir hier was von Chanel. Wir haben was von Dior. Wir haben was von Dior. Und NARS haben wir auch. Und wir haben auch nochmal Anastasia Beverly Hills. Und bei Billig haben wir? Das ist die Auswahl. Einer von Primark. Das ist übrigens einer meiner Lieblingslippenstifte. Ey, von der Farbe her? Ja, allgemein. Ich mag den voll. Und einen von der lieben Sabrina in Rot. Dim, dim, dim. Oh, teuer. Ich war schon wieder voll darauf vorbereitet, das günstig jetzt bin ich einfach mal gespannt. Okay, ich nehme dann natürlich den von Primark. Der ist super schön. Boah, der riecht schon mal gut. Der riecht irgendwie nach etwas zum Essen. Ich finde so ein bisschen so ein 90er-Touch bei dir. Ja. Wow! Das ist auf jeden Fall ein sehr außergewöhnlicher Look. Das ist außergewöhnlich. Aber ich finde das irgendwie cool. Ich finde es auch cool.
so ein bisschen Orange da drunter und dann wäre das perfekt gewesen. Ich finde, dein Make-up sieht viel schöner aus als meins. Das ist so richtig traurig. In den Kommentaren sagen die wieder, nein, dein Make-up ist viel schöner. Und jetzt die große Videofrage an euch. Welches Make-up findet ihr schöner? Also findet ihr Ellies Make-up schöner? Oder findet ihr mein Make-up schöner? Schreibt das jetzt mal in die Kommentare. Alle schreiben deins. Ich finde, du siehst voll schön und du siehst mega schön aus. Schau mal, ein bisschen sommerlich dein aus. Dein Augen-Make-up ist mega schön. Danke. Und meins ist so. Aber ich finde deins auch schön. Das ist halt nur nicht, das schimmert halt nicht ganz so krass wie meins jetzt zum Beispiel. Vergesst natürlich auch nicht, bei Ellies Kanal vorbeizuschauen. Und wenn ihr jetzt noch ein bisschen Zeit übrig habt, dann könnt ihr sehr gerne hier oben auf das i klicken. Dort findet ihr einige weitere Videos von mir. Oder hier verlinke ich euch noch zwei andere Videos, die ich mit Ellie gefilmt habe. Hier sind meine Social-Media-Seiten. Hier könnt ihr mich abonnieren. Und wir wünschen euch dann einen sehr, sehr schönen Tag. Und bis zu meinem nächsten Video. Tschüss! Tschüss.